Boah. Du. Bist gestorben. Der Rätselsteller, der sollte mich nirgendwo melden können. Würde ich mal behaupten. Ist da jemand? Suchst du nach mir? Jein. Ja. Oh, muss ich hier auch wieder? Komisch, an dem Bildstock muss ich. Ach so, der liegt nicht direkt auf meinem Weg. Ja. Na gut. Also du bist ja direkt der Weg nach unten, genau. Ganz schön heruntergekommen. Ich sollte jemandem Bescheid sagen. Später. Herr, beschere uns Frieden, damit der Bildstock in neuem Glanze erstrahlen kann. Und Scarlets vielleicht auch. Amen. Ja. So. Warte, da war noch einer. Vergib mir, Herr, denn ich beging Missetaten und verhielt mich nicht immer redlich. Ich gelobe hiermit Besserung. Amen. Missetaten? Okay. Na gut, der nächste ist so nah dran, da könnte man eigentlich hinlaufen. Denke ich mal, vermute ich. Ja, da ist er doch schon. Und vergib mir meine Sünde mit Herrin Stephanie. Amen. Was denn, wo der nächste? Müsste eigentlich noch einer recht nah hier dran. Ach, vorne an der Kreuzung müsste der sein, oder? Irgendwo hier? Ja, direkt hier vorne an der Kreuzung. Ich sollte für meine Eltern beten. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für meine Eltern. Sie haben nie Böses getan. Leiste Fürbitte, auf dass sie Frieden finden in Gott. Amen. Ja!
So, wo muss ich jetzt weiter noch hin? Oh, das nächste ist erst in Vor-Uschitzer. Ja. Okay. Wanderer. Hast du was verloren? Oh, na gut. Geht auch so. Und dann... Ups. Ganz so. Sieh mir. Noch ein bisschen Dörfleisch übrig. Hundeflüsterer ist aufgestiegen. Ja. Ja. Sehr schön. Dann könnte ich nochmal gucken, ob ich bei den Kumanen hier was finde, weil die müssten mittlerweile, die habe ich Ewigkeiten in Ruhe gelassen. Die sollten mittlerweile wieder da sein. Das war die Runkelrübe. Das war ein Hund. Und das war nicht die Runkelrübe. Oh, der geht auf meinen Hund los. Okay. Okay, komm her. Wenn du mit deinen fancy Dingern anfängst. Entweder ist der andere geflohen oder tot. Ich habe echt keine Ahnung. Hat der Hund ganze Arbeit geleistet? Oh, vielleicht. Ja, jetzt kann ich endlich die Truhe knacken. Tarsatheit. Das klappt. Gib mir 0,5 Freiheit. Ja. Warte, wo führt der Weg hin? Vor allem, das ist ein Fußweg, den du nicht mit Pferd reiten kannst. Oh. Ort hatte ich schon, ne? Irgendwann hatte ich den mal zwischendurch entdeckt. Und mit Kara... Oh. So, jetzt muss ich nur noch den Weg finden, der in Uschitzer reinführt, irgendwo hier. Genau. Weil hier haben wir wieder ein... Was ist das? Ein Sühnekreuz?
Herr Jesus Christus, ich trank mehr und öfter, als es gut ist. Erlöse mich von meiner Zügellosigkeit. Amen. Alles klar. Oh, muss ich alle machen? Oh. Ja. Na gut. Jetzt sind wir in Unschütze. Wir sind barfuß und haben das Büßerding an. Heißt ja nicht, dass wir nicht rennen können, ne? Weiß ja nicht. Oh, lesen. Sind wir nicht Stufe 5? Mein Gott. Mach's gut. Vogt. Gott sei Dank. Lebe wohl. So viel dazu. Jetzt muss ich nur noch spenden, oder wie? Bin ich schief. 7000! Ah. Beten. So, das wäre geschafft. Ave Maria, Gratia Plena. Weiter weiß ich nicht auf Latein. Aber bestimmt versteht sie meine Sprache auch. Heilige Jungfrau Maria, Königin des Himmels, gütige Mutter, gerechte Jungfrau. Ja, gütig und barmherzig. Blicke auf mich hernieder und erhöre mich. Ich will Buße tun. Für meine Sünden und Reue zeigen. Heilige Mutter Gottes, gar schreckliche Dinge habe ich getan. Das sind jetzt Ausreden hier. Ich sündigte schwer, denn ich tötete Wicht. Er war ein Halunke und Mörder, und ich war zweifellos im Recht. Und doch war es eine Sünde. Wenngleich er es verdiente. Aber zu urteilen und zu strafen obliegt nicht mir. Ich beging diese Sünde voller Zorn und sie lastet schwer auf mir. Oh Gott. Und ich tötete andere. Ich beging auch noch andere Sünden. Ich habe gelogen. Ich bereue meine Taten und verspreche, all das nicht wieder zu tun. Und ich habe Unzucht getrieben. Es beschämt mich sehr. Nun, ja, ich habe gesündigt. Aber ich bin kein schlechter Vater unser im Himmel. Vergib mir, wie Jesus am Kreuz seinen Peinigern. Heilige Maria, Sie waren gute Amen. Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, veniat regnum tuum. Du betest für die Vergebung deiner Sünden. Oh, muss ich dann nicht mehr 7000 bezahlen? Das wäre natürlich nett. Oh Gott, 7000. Oh, liegt das an der Menge des Geldes, das ich dabei habe, dass das irgendwie 0,1%? Das könnte sein. Du hast gelernt, Pilgerfahrten. Spende der Uschitzer Kirche Geld, aber wohl nicht hier, sondern beim Pfarrer? Ah ja, Pfarrer. Schon witzig. Ach, da ist er. Gott schütze. Padre! Ich möchte der Kirche als Zeichen meiner Reue für meine Sünden eine Hier, bitte.
Deine Spende nehme ich gerne an, mein Sohn. Ich werde für dich beten. Aber sag mir, warum bist du denn auf einmal so gottesfürchtig? Johanka hat mich geschickt, um vor der Jungfrau... Johanka? Ja, Pater. Sei unbesorgt. In der Prager Universität musste ich einst lernen, geduldig zuzuhören. Ein Gelehrter sprach ausschweifender als der andere. Ich kann also sehr gut... Nun gut. Johanka stammt wie ich und... Ist das nicht... Mag schon sagen. Die Heilige... Was? Ja. Mein Gott. Einmal sonst sind wir ab. Sie spricht... Sakra. Das klingt ziemlich... Ich weiß nicht, Heinrich... Nein. Verstehe. Und was halten... In Sasau, die Menschen wollen Buß. Interessant. Sehr. Sie bekäme gewiss zu... Und was ist mit dir, Heinrich? Ich glaube, die Heilige... Was denkst du? Schwer zu sagen. Ich soll danke, dass du mir davon berichtest. Eines steht jedenfalls... Noch interessanter als jetzt. Mir wird... Sei es drum, ich muss... Einen Moment. Hast du den ganzen Weg... Ganz recht. Ich bin gepilgert, um Buße zu tun. Unterwegs sprach ich an jedem Kreuz und Bildstock ein Gebet. Übrigens, der Bildstock vor Talmberg aus Richtung Sasau, er sieht... Du hast ihn gesehen? Ja, ich weiß davon. Da fällt mir gerade ein. Bei der Sache mit Johanka musste ich an Schriften denken, die ich einst abschrieb. Falls ja, komm mit und ich sehe nach, ob ich die Abschrift finde. Oder du suchst mich später im Fahrrad. Gerne, Pater. Lebe wohl. Okay, jetzt gehe ich hier voll auf die Mönchs- und Glaubensschiene. Das ist sehr interessant. Was ist da, mein Freund? Ja. Irgendwelche Schriften, die der mir geben will. Interessant. Wahrscheinlich Schriften, die du nie so bekommen würdest. Bin mal gespannt. Wo könnte die Abschrift sein? Ich wusste, es war ein Fehler, sie sicher zu verwahren. Ah, hier ist sie. Ha. Ja, das ist immer. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Was die Abschrift... Ah ja, sieh, da ist sie. Das sind Auszüge. Und wie kann mir das weiter... Als du Johanka erwähntest, fiel mir die Abschrift... Und da ich sie habe, würde ich sie... Du kannst doch lesen und... Selbstverständlich. Du bist ja selbst schon fast ein... Ja, die Abschrift. Bring sie mir zurück, wenn du wieder... Ja, mach ich. Gern geschehen. So, und jetzt lass... Werk des Matthias von Janov. Ist das ein Questgegenstand? Oh, jetzt ausgelesen. Ah. Whatever. So, Wallfahrt. Ich muss nicht mal lügen. Ich musste nicht mal lügen, um zu sagen, ich bin zu Fuß. Ach, jetzt bin ich zu schwer wegen diesem einen Buch. Ich... Oh, es ist zu spät fürs Turnier. Ah, okay. Naja. Das ist nur das Turnier. Es gibt ein nächstes. Öffnen. Also... Oh, jetzt müsste ich das Büßer... Nee. Naja. Dolch. Mein Schild ist auch langsam hinüber, das ist ein bisschen schade. Okay. Jetzt weiß ich nur nicht, ob im beim das Pferd noch. Ach, scheiße. Auch nur wieder nur 10. Ich muss
mal hier Pfeile besorgen. Das Ich meine, die Federn sind nicht sonderlich schwer, aber man muss ja nichts mitnehmen, was man nicht unbedingt braucht, ne? So, jetzt muss ich nur noch Rüstung. Also. Ich weiß gar nicht, was mir fehlt. Brigantin kann es aber nie sein. Kettenhemd ist auch nicht. Kyras auf keinen Fall. Leichte Brigantine ist demnach auch nicht, wenn es keine schwere schon nicht ist. Leichte kurze Brigantine. Da. Der gravierte Chipon. Muss nur. Ah, das Dorf hat auch einen Schneider. Oh, und ich sollte. Oh, ich habe meine. Meine Kettenbeinlinge und meine Plattenbeinschutz habe ich abgelegt. Magdeburger Plattenbeinlinge. Und wo sind die Kettenschlüpper? Da. Kettenschlüpper. Gut. Und jetzt wollte ich. Ich habe eine Geldstrafe in Priyatlavit? Für was das denn? Oh, was ich jetzt machen könnte, wäre. Mal gucken, wie viel ich noch bezahlen muss, nachdem ich ja Buße geleistet habe. Ah, scheiße, mein Fehler. Aber es sind nur 7.000. Ich habe bestimmt noch mal 30.000 an Sachen dabei. Ja. Von daher. Ne. Okay, jetzt. Was haben wir denn jetzt mal eine. Wollen wir mal wieder zurück? Das sah komisch aus. Ja. Ist das eine Markierung für ein Kommandolager? Wäre mir aber neu. Ja, gut. Reiten wir nach Daumberg. Und von Daumberg dann über links und ja.
Mühle. Und dann direkt hinten wieder runter. Naja, was sollen wir machen? Gibt halt so ein paar Aufträge, die einen schicken. Gibt recht viele Aufträge, die einen schicken. Und ich meine, von Sasa und Nauschitze ist natürlich dann auch der längste Weg. Warte, was? Was? Ich habe keine Pfeiler eingelegt, okay. Und ich habe meine Keule nicht mehr. Der dir den Kopfschuss verpasst. Also eigentlich dachte ich... Ja! Ich hätte die erledigt. Aber anscheinend nicht. Huhu. Ja! Oh, kein Rätselsteller hier. Hm, okay, meinetwegen. Ja. Naja. Hat er etwas gefunden oder nicht? Scheinbar nicht. Hm. Bevor wir die jetzt ausschalten, muss ich gerade nochmal hier. Wer ist da? Hey, wer ist da? Niemand?